Insekten. Gottesanbeterinnen fressen hauptsächlich Insekten wie Käfer, Schmetterlinge oder Heuschrecken. Hier siehst du, wie eine große Hornisse gefangen wird. Sie sind meist grün oder braun und daher gut getarnt. Sie leben unter Pflanzen, auf denen sie dann auf der Lauer liegen oder sich geduldig an ihre Beute heranpirschen. Sie benutzen ihre Vorderbeine, die mit scharfen Spitzen ausgestattet sind, um ihre Beute sehr schnell zu fangen und am Boden festzuhalten. Ihr Angriff ist für das bloße Auge fast unsichtbar. Gottesanbeterinnen ernähren sich hauptsächlich von Grillen, Heuschrecken, Spinnen, Schmetterlingen, Käfern und gelegentlich von anderen Gottesanbeterinnen. Ein großes, erwachsenes Exemplar isst kleinere Insekten, ergänzt ihren Speiseplan aber auch mit einigen Fröschen, Raupen, Moskitos, kleinen Vögeln und Eidechsen. Die Art und Weise, wie sie auf ihre Beute warten, ähnelt einer Gebetshaltung, daher haben sie auch ihren Namen. Nach dem Fressen reinigt die Gottesanbeterin ihren gesamten Körper und ihr Maul, um Insektenreste zu entfernen. Eidechse. Die beste Verteidigung gegen diese Tiere ist der Angriff. Schau dir an, was mit dieser Eidechse passiert. Die Gottesanbeterin beginnt, sie lebendig zu fressen. Die Echse entkommt, aber dann bricht ihr die Gottesanbeterin das Genick. Gottesanbeterinnen sind die einzigen Insekten, die ihren Kopf hin und her drehen können, ohne den Rest des Körpers zu bewegen. Dies ist ein entscheidender Vorteil bei der Jagd, da sie sich beim Anpirschen an die Beute nur minimal bewegen müssen. Manchmal warten sie einfach im Gebüsch auf Beute. Sie greifen ihre Beute mit unglaublicher Geschwindigkeit an. Das Männchen. Oft frisst eine weibliche Gottesanbeterin ihren Mann direkt nach der Paarung. Die Fortpflanzung der Gottesanbeterinnen ist einer der Gründe, warum diese Insekten so berühmt geworden sind. Ungefähr eine Woche nach der Paarung legt die weibliche Gottesanbeterin ein Eierpaket ab, aus der nach einigen Wochen etwa 100 Larven schlüpfen. Dies sieht ein bisschen wie ein Kokon aus. Warum sollte das Weibchen das Männchen fressen? Es liegt wahrscheinlich daran, dass das Männchen seine Rolle nach der Befruchtung erfüllt hat. Er kann seinem Nachwuchs am besten dienen, indem er eine deftige Mahlzeit für die Mutter wird, damit sie genug Nahrung und Energie hat, um die Eier auszubrüten. Auf diese Weise sorgt das Männchen dafür, dass seine DNA weitergegeben wird und ein starker Nachwuchs entsteht. Die Gottesanbeterin ist ein prähistorisches Tier und es gibt sie schon seit über 300 Millionen Jahren. Das macht sie älter als die Dinosaurier. Mäuse. Manchmal frisst sie sogar eine Maus, die doppelt so groß ist wie sie selbst. Sie packt sie mit ihren großen Krallen und beginnt zu fressen, während die Maus noch lebt. Ab und zu werden Gottesanbeterinnen von Menschen eingesetzt, um die Mäusepopulation zu minimieren. Sie fressen außerdem auch Kakerlaken, die die Menschen auch nicht mögen. Gottesanbeterinnen sind mit Kakerlaken und Termiten verwandt und fressen daher gerne ihre entfernten Vetter. Die Augen des Tieres befinden sich auf ihrem dreieckigen Kopf. Sie können bis zu 20 Meter weit sehen. Aber wo sind die Ohren? Zunächst einmal hat die Gottesanbeterin nur ein Ohr. Und zwar nicht auf dem Kopf, sondern auf dem Bauch. Da das Insekt nur ein Ohr hat, kann es nicht erkennen, aus welcher Richtung ein Geräusch kommt. Verteidigung. Wenn sie selbst in Gefahr sind, gefressen zu werden, zum Beispiel von einem großen Vogel, strecken sie ihre Arme und Beine aus, um viel größer zu erscheinen. Sie können auch beißen. Obwohl ihr Maul klein ist, haben sie sehr scharfe Zähne und können so einen Vogel oder ein anderes Tier ziemlich schwer verletzen. Sie können auch zischen, um ein Raubtier zu verscheuchen, indem sie Luft aus ihrem Hinterleib stoßen. Fledermäuse finden Gottesanbeterinnen aber sehr lecker. Sie pflücken sie im Flug vom Boden oder einem Blatt. Doch das Insekt hat einen Trick, der ihm oft das Leben rettet. Es fällt spiralförmig zu Boden. Die Fledermaus kann nicht schnell genug reagieren und stolpert ins Leere. Vogel. Gottesanbeterinnen können kleine Vögel fangen. Sie lauern ihnen auf, der Vogel registriert nichts und wird aus dem Nichts angesprungen.
Hier sieht man sie sogar auf einer speziellen Kolibri-Futterstation sitzen und auf die kleinen Vögel warten. Gottesanbeterinnen haben Stereovision und dank der Platzierung ihrer Augen auch ein weites Sichtfeld. Jedes ihrer Augen hat eine Fovea, einen konzentrierten Bereich von Photorezeptorzellen, der es ihnen ermöglicht zu fokussieren und Bewegungen zu verfolgen. Und nicht nur, dass sie in 3D sehen können, die Forschung hat auch gezeigt, dass ihre 3D-Wahrnehmung anders funktioniert als bei allen bisher bekannten Formen in der Natur. Wissenschaftler untersuchen ihr Sehvermögen nicht nur, um mehr über die Gottesanbeterinnen selbst zu erfahren, sondern auch, um herauszufinden, ob ihr Sehsystem genutzt werden kann, um Robotern zu helfen, besser zu sehen. Fisch. In diesem Video kannst du sehen, wie eine Gottesanbeterin einen Fisch fängt und ihn sofort frisst. Zur Überraschung der Wissenschaftler, die sie filmten, scheinen Gottesanbeterinnen mit extremer Präzision zu springen und ihren Körper in der Luft zu verdrehen, um auf einem prekären und spezifischen Ziel zu landen. Sie haben eindeutig besondere Kräfte. In einigen frühen Zivilisationen, wie dem alten Griechenland, Ägypten und Assyrien, hielten die Menschen Gottesanbeterinnen für übernatürliche Tiere. Frosch. Sie fressen wirklich alles, was sie in die Finger bekommen können. Hier siehst du einen Frosch, der den starken Krallen zum Opfer fällt. Einige Gottesanbeterinnen häuten sich am Ende der Trockenzeit, um sich schwarz zu färben, sodass ihre Verwandlung leicht mit der geschwärzten Landschaft übereinstimmt, die Waldbrände hinterlassen. Sie können so überzeugend wie eine Blume aussehen, dass ahnungslose Insekten kommen, um Nektar von ihnen zu nehmen und somit selbst zum Abendessen werden. 3D-Brille. In einer Studie haben Wissenschaftler Mittel erhalten, um die Augen von Gottesanbeterinnen zu untersuchen. Sie setzten den Kreaturen die kleinste 3D-Brille der Welt auf, um ihr hervorragendes Sehvermögen besser zu verstehen. Trotz ihrer winzigen Gehirne sind Gottesanbeterinnen ausgeklügelte visuelle Jäger, die ihre Beute mit erschreckender Effizienz fangen können, sagt Projektleiterin Jenny Reed, Forscherin an der Universität von Newcastle in England. Wir können eine Menge lernen, wenn wir studieren, wie sie die Welt sehen. Nachdem die Forscher den Gottesanbeterinnen die Brillen aufgesetzt hatten, zeigten sie ihnen eine Reihe von Formen auf dem Bildschirm. Das Ziel ist es, ihr vorzugaukeln, dass sie etwas sieht, das ein wahrscheinliches Beuteobjekt ist. Nur ein schwarzer Punkt auf einem weißen Bildschirm oder ein schwarzes Quadrat, das sich in eine bestimmte Richtung bewegt. Dies ermöglicht es den Forschern, ihre Tiefenwahrnehmung und andere Aspekte ihres Sehvermögens zu beurteilen. Die Ergebnisse der Studie können Forschern helfen, 3D-Technologie für Tiere, Menschen und Roboter zu entwickeln. Schlangen. Natürlich fressen Gottesanbeterinnen keine Anacondas, aber sie greifen kleine Schlangen an. Schau dir an, wie eine Gottesanbeterin versucht, den Kopf der Schlange zu erwischen. Sobald es ihr gelingt, beginnt sie zu fressen. Du kannst sehen, wie die Schlange versucht, sich zur Verteidigung um das Tier herumzurollen. Das bleibt aber oft erfolglos. Ringelnattern und Strumpfbandnattern sind selten länger als 90 cm und nicht sehr breit. Meistens sind es Babys oder Jungtiere, die angegriffen werden. Gottesanbeterinnen sind mächtige Raubtiere, die in der Lage sind, Beutetiere zu besiegen, die doppelt so groß sind wie sie selbst. Sie greifen mit ihren stacheligen Unterarmen nach einem unglücklichen Opfer und halten es sofort in einem tödlichen Griff fest. Die meisten Beutetiere haben kein sehr gutes Sehvermögen, sodass sie die Gottesanbeterin wahrscheinlich erst sehen, wenn es zu spät ist.